So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem kleinen Extra-Feature. Ich habe mir gedacht, wenn ich den ganzen Bums sowieso nochmal spielen muss, dann kann ich das Ganze zumindest aufnehmen. Vielleicht interessiert es ja irgendjemanden und dann habe ich das Ganze für euch eine Runde irgendwie ins Internet gestellt. Ich muss mal gucken, ob ich das direkt auf meinen Twitch-Kanal machen kann oder ob ich dafür dann den ganzen Bums schneiden und auf YouTube schmeißen muss. Ich bin ja noch ein klein bisschen neu in dem Business und das werde ich dann bei Gelegenheit mal ausprobieren. Jetzt brauche ich erstmal einen Controller. Da ist er, wie man hört. So. Und dieser Stream ist gesponsert vom guten Corona-Bier. Bildungsauftrag. Ich empfehle jedem Menschen, der nicht gerade die Glückseligkeit mit Löffeln gefressen hat, zwischendurch mal ein Bier zu trinken. Und einfach mal ein klein bisschen zu saufen. Ich habe mir meine letzte Aufnahme nochmal angeguckt. Und dabei ist mir was Tolles aufgefallen. Mir fehlte ja am Ende irgendwas, um diese Kette zu durchtrennen. Und es gab da diese eine Szene, in der hätte ich einen Raum betreten oder da durch die Tür greifen können oder dergleichen. Es war nicht ganz klar, was der Charakter da tun würde. Und ich wurde gefragt, ob ich da reingreifen möchte, denn da war eine Zange drin. Und höchstwahrscheinlich bin ich am Ende draufgegangen, weil ich diese blöde Zange nicht mitgenommen habe. Ja, und das ist jetzt schon so ein bisschen ärgerlich. Vielleicht bin ich zukünftig ein klein bisschen mutiger, was das angeht, aber ja, wie man es macht, macht man es verkehrt, ne? Also beim ersten Mal habe ich Sachen ausprobiert, habe zum Beispiel in die Badewanne gegriffen und war mein Charakter tot. Dann habe ich es zukünftig gelassen, weil ich gedacht habe, ich habe draus gelernt und mein Charakter ist auch wieder tot. Naja. Und das Schöne daran ist, in diesem Spiel gibt es immer mal wieder andere Sachen zu sehen. Also da ist ein Playthrough nicht hundertprozentig wie der andere. Ich habe das schon mehrfach mitgekriegt, dass beim Testen, Soundcheck machen etc. irgendwelche Sachen. Ja, hältst du mal bitte die Schnute? Ich möchte dir bitte was erzählen. Ja, wir kennen die Story. Ja, ich weiß. Serious. Jetzt habe ich den Faden verloren. Sowas Ärgerliches. Aber es sind auch so viele Szenen, die ich dafür skippen muss. Also ich meine, es ist ja praktisch, dass ich dann sagen kann, ich möchte nur einen gewissen Videoabschnitt anschauen, aber wenn ich das insgesamt überspringen möchte, dann muss ich halt 20 Mal A drücken. Genau, als ich Probeaufnahmen gemacht habe, kam es zum Beispiel schon mehrfach vor, dass irgendeine gruselige Scheiße passiert ist, die dann später gar nicht mehr vorkam. Also ich habe zwischendurch zum Beispiel schon letztes Mal vor der dritten Folge mal kurz reingeguckt und geschaut, ob das vom Sound her passt, weil ich ein paar Sachen umgestellt habe und einen neuen Limiter reingenommen habe. Und auf einmal ist da irgendwas Dunkles, Gruseliges auf dem Fußboden links gekrochen. Und das war beim Playthrough, den ich da im Stream gemacht habe, halt überhaupt nicht da. Also, ja, Überraschungen sind durchaus möglich. Wir nehmen definitiv nicht Daniel Neuer mit. Denn wenn Daniel stirbt, dann war es das. Grace hat halt nicht so viel Strength, das ist jetzt zum Verhängnis geworden. Er hatte nur 3 Punkte. Hat mein Gehämmer dann nicht ausgereicht. Das heißt, wir probieren es nochmal mit Omar und hoffen, dass wir ihn nicht wieder vollkommen zugrunde richten zu diesem sabbernden, zitternden Sack, der er dann am Ende geworden ist. Durch unsere Hand. Ja, keep searching this area. Ich gucke zwischendurch immer mal wieder zu meiner Aufnahmedauer. Ich weiß ja nicht, ob es da ein Limit gibt. Oh, das war laut. Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei meinem Song of Horror Speedrun. Ich habe übrigens gerade gesehen, das Spiel ist, das werde ich im Stream auch am Samstag nochmal sagen, das Spiel ist aktuell im Humble Choice drin. Monatelang habe ich darauf gewartet, dass es vielleicht mal in Humble Choice reinkommt. Also gewartet nicht, aber gehofft. Es kam nie. Dann habe ich's. Ich habe nicht an der Tür gelauscht, das war leichtsinnig. Dann habe ich es einfach gekauft. Ich bereue auch nichts, aber klar, jetzt ist es natürlich drin. Hätte mir schon eine Mark gespart.
So, was mussten wir gucken? Wir mussten gucken, welcher Hut das hier war. Und in der Wohnung unter mir hat es gerade mega gewummert. Der ganze Fußboden hat vibriert. Die reißen einfach wieder die Bude ab. Ja, es wäre praktisch, wenn ich meinen Block noch da hätte. Den habe ich aktuell gerade nicht. Ich nehme hier mal gerade irgendwie so einen Schmierzettel. In dem Chaos aktuell finde ich das auch gerade gar nicht. Ich habe einen Zettel gesucht, der in einem Block war. Und jetzt sind meine ganzen Blöcke, die auch alle von der gleichen Marke sind, weil die Marke geil ist, die alle irgendwie verteilt. Generell unpraktisch. Aber ich glaube, dieser Hut war das. Das ist die Größe 6. Größe 6. Irgendwelches Blabla. Lauschen an der Tür. Da ist die Pest nicht drin. So, was gab's da? French First Term. Es ist French, also Languages, das weiß ich noch. Brauche ich nicht notieren. Achso, ja, das Laufen sollte ich vielleicht lassen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon vermutet, dass das zu ziemlich böser Scheiße führt. Ich weiß auch gar nicht mehr hundertprozentig, was wir am Anfang machen mussten. Wir mussten definitiv die Keycard finden. Dafür brauchten wir das, das Subject, das er unterrichtet. Und irgendwie dann. Oh, hier wollte ich gar nicht rein. Gab es hier Items? Items? Nee, scheint nicht. Ach, dieses Gefiepe. Lecco mio. Ich bin immer so ein bisschen lost, wenn ich hier reingehe. Geht's hier zurück? Nee. Andere Seite. Da geht's zurück. Da bin ich reingekommen. Ja, genau. Ja. Was hier die Kamera tatsächlich dreht und nicht vollkommen statisch ist, komme ich hier immer ein klein bisschen raus. So. Ja, ich glaube, ich weiß noch, welches Ding das war. Ich probiere es einfach mal aus. Glaube nämlich, das war der hier direkt. Das war das obere Ding. Lots of booklet. Ach, Scheiße. Wenn ich die Kacke nicht zusammen habe oder den Hinweis nicht gelesen habe, kann ich es nicht. Hey, that sucks. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich mich hier verstecken sollte. Kann ich hier nirgendwo hingehen? Ich habe das in dem ersten Part generell noch gar nicht verstanden, wo ich mich überhaupt verstecken sollte, wenn hier irgendeine Scheiße passiert. Das machen wir nochmal neu. It's been a while now. Should we go see if everything's Ach, okay? Daniel, halt einfach die Fresse. Halt einfach die Fresse. Vorsicht laut. Ich merke schon, das geht noch eine Weile. Also ist das, so ist das bei Speedruns. Wir spielen High Risk, High Reward. Episode. Achso, das ist Prelude.
That had not been a nightmare. Skip. Skibbity skip. We had no idea how skip. Serious. This how is serious. This is his disk. Moment, ich muss mal ein blöder Nachbar sein. So. Let me go. I know the place. You keep searching this area. Also ich habe ja prinzipiell kein Problem damit, wenn es ein bisschen lauter ist oder sowas, aber wenn der Fußboden hier vibriert, dann ist es ein bisschen grenzwertig, sage ich mal. Es ist mir auch schon 20 nach 11. So Bitches, wo zur Hölle verstecke ich mich hier jetzt? Something in the atmosphere. Something evil. Ja, hier ist ganz schön viel Böses im Busch. Oh, ich muss noch so einen Meerjungfrau-Mann-Sound einbauen mit Böse. Ich glaube, da setze ich mich gleich mal dran. Hier liegt nur allmöglicher Bums rum. Diese Bücher sind echt scheißegal. Da liegen Boxen im Weg. Achso, ja, ich bin wieder am Laufen. Schlechte Angewohnheit. Da will ich durch. Da ist der Zettel. So. Mit der Memo sollte ich jetzt in der Lage sein, zu dem Chef zu gehen. Ach, scheiße, da komme ich nicht durch. Reset! Ja, kann ich das nochmal angucken? Languages. Ja, I und 6 nach rechts wäre es im Endeffekt, glaube ich. Ja, Stück Papier. Komm schon, du willst es. Dass er dann No sagt, als wäre das verkehrt. Sowas Gemeines. Also jeder, der das ja mal selber spielen möchte. Die grundlegende Story ist die gleiche, aber man ist nur, weil man hier zugeschaut hat, definitiv nicht auf alle Events vorbereitet, die hier passieren können. Wie gesagt, bei den Stellen, die ich replayen musste, ist auch ganz schön viel böser Scheiß dabei gewesen. Was machen die denn da? Ich bin ja gleich noch kurz davor, da mal nachzufragen, ob alles in Ordnung ist. Ohne Scheiß, mein Fußboden vibriert hier teilweise, weil hier durch die Gegend geballert wird. Das ist ja abnormal. Kann ich beim Horrorspiel es gar nicht gebrauchen. So, jetzt kommt der Scheiß mit den Diath. Ah, ich brauche erst das Powerkabel hier. Genau. So, wollen wir mal hoffen, dass alles gut ist. Da unten hingehen. Da ist nämlich dieser Schrank. Fickt das vielleicht nur so, weil ich Kopfhörer auf habe und dumpfe Geräusche dadurch eher wahrnehme? Aha. I just saw something weird as fuck. I was out having a smoke, because Miss Claire doesn't like me smoking near the box.
Das ist das Schöne an Random Events. Ich kann mich nie sicher fühlen. Es kann jederzeit irgendein Bums passieren. So, und ich habe gesehen, hier ist ein Schrank. Genau. Da hätte ich mich verstecken können letztes Mal. Es ist so infuriating, wenn man jemandem dabei zuschaut und das sieht und der läuft dann wie so ein Spacko dran vorbei. Es kann auch sein, dass ihr euch da gefreut habt. Ich weiß es ja nicht. Aber ich hätte mich da schon anblöken können. Da kommt nachher der Part mit der Hand. So, wir nehmen Papier mit. Das macht gar nichts. I have to find a way to keep this lever lowered. Ja, logische Lösung. Hier haben wir die Hand absägen. So, da ist das Powerkabel. Nehme ich mit. Und jetzt gehen wir hier. Wenn ich jetzt verrecke, ne? Ich bin echt sauer. Da ist eine Zange. Warum hat er gefragt? Warum hat er gefragt, ob er diese Tür öffnen soll? Es ist nichts passiert, gar nichts. Echt, es ist so. Ich kann verstehen, warum die Developer das gemacht haben, weil wenn sie diese kleinen Sachen nicht zwischendurch einbauen, die einen dann tatsächlich weiterbringen und dafür sorgen, dass Charaktere dann nicht sterben, also vorausgesetzt, ich kann die nachher damit benutzen, aber ich bin mir jetzt schon zu 87% sicher. Also klar, es ist schon sinnvoll, dass sie diese kleinen Sachen eben auch einfügen. Denn wenn die Frage jedes Mal nur aufkommen würde, wenn tatsächlich Böses hinter der Tür, einem Tuch oder was weiß ich, was da steckt, dann wäre es natürlich klar, dass der Spieler das niemals wahrnehmen würde. Oh, nicht laufen. Science ist. Moment, ist Science gut bei ihm? Warte ich gerade gar nicht. Das Unschöne ist jetzt, wenn jetzt Kacke passiert, weiß ich nicht, wo ich mich hier verstecken kann. Bin jetzt schon wieder disoriented. Schon wieder so Herzklopfen. Spritzt schon wieder. Ganz ruhig. Oma, ich will ihn immer Ghost nennen, weil er aussieht wie Ghost aus Matrix. Es gab ja mal dieses Spiel Enter the Matrix. Da hat man ja Ghost und Niobe, glaube ich, gespielt. Das war auch cool, da gab es so ein Hacking-Minigame. Damit konnte man da so ein Schwert freischalten. So. Dieses Rätsel hatte ich nicht verstanden. Also, an der Stelle muss die Tür sein, denn die Tür wird als letztes angezeigt. Ich hasse das, dass ich das mit A auch bestätige und nicht mit B zurücklege quasi, sondern mit B diesen ganzen Bums hier ausmache. So, da ist der Schlüsselmann. Der Schlüsselmann kann jetzt vielleicht hier den Schlüssel hinlegen und dann kommt vorher die Box. So, und diese Ratten, dieser Rattenkram hier habe ich keine Ahnung. So, gehen wir mal durch. Okay, da ist der Schlüssel. Ratteschlüssel, der Mann ist nicht auf. Nee. So. Wenn ich die jetzt tausche. Ich habe halt keine Ahnung, was jetzt zu welchem Effekt führt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll. Ist vielleicht schon falsch, dass die Ratten diesen Bums hier durchbeißen. Hä, Moment, wenn der da ist. So. So.
So. Nee. Da haben die Ratten den Scheiß ja auch wieder durchgebissen. Kann ich das vielleicht tauschen? Ich bin fast geneigt, mir meine Lösung vom letzten Mal anzugucken. Zählt das als Cheating? Ich habe es ja schon mal geschafft, aber... Ich werde hier den Schalter rein. So. Bin ziemlich sicher, dass es das nicht war. Aber ich kann es an einem anderen Punkt stehen lassen. Nee, dann fängt es wieder von vorne an. Okay. Das ist es also nicht. Also wir gucken uns das Ding jetzt... Jetzt gehen wir mal richtig logisch ran. Also das hier ist weiß. Weiß. Schwarz. 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 Weiß. Weiß. So. Tausche ich das jetzt mal mit den Ratten. So, weiß, weiß, schwarz, schwarz, schwarz. Nee, na doch. Schwarz, schwarz, weiß, weiß. So, kann ich das irgendwie beeinflussen, welche Bilder hier weiß sind und welche schwarz sind? Ich brauche... Moment, ich gucke die Tür nochmal an. Die Tür ist hier jetzt verkettet. Ah, da sind hoffenweise Ketten vor. Jetzt gucken wir hier mal rein. Mensch, diese Rätsel in Wach zu machen, hat irgendwie deutlich mehr Bock. Ah ja, genau, die schwarze Version der Tür will ich. Die schwarze Version der Tür angucken? Das ist die weiße Version. Ich glaube, da ist auf. Also weiße Tür muss hier auf jeden Fall rein. Da kommt aber am Ende dann schwarze Tür. Es ist weiß, weiß, schwarz, 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 weiß. Haben wir drei schwarze dann. Machen wir das mal so. Hä? Wieso? Wieso fängst du denn mit der Tür an? Ach so. Claro. Hab sie falsch abgelegt. So, jetzt kommt auf jeden Fall schwarze Tür. Genau. Also muss auf der Tür enden. Kommen wir nicht drum rum. Tür haben wir hier. Tür kommt hier hin. Letztes Tier. Sorry, bitte ablegen. Danke. So. Der Typ mit dem Schlüssel hat diesen Schlüssel nur... Hat er den in dieser Version? Wir gucken nochmal kurz durch. Klar, hier ist er gar nicht. Hatte ich erwähnt, das wäre ein Speedrun? Ich glaube, ich habe mich geirrt. Also, das Ding kann schwarz sein, das ist egal. Das ist heile, solange die Ratten das nicht kaputt gemacht haben. Da ist ein Schlüssel drauf, der ist also quasi nicht in der Tür, wenn wir
das auf einem schwarzen Feld lassen. Dann muss das auf jeden Fall auf ein weißes Feld. Das hier auch, sonst ist der Schalter durchgeknabbert. Und wenn der Schlüssel nicht da ist, kriegt der Butzemann den vielleicht nicht. Das ist die vollkommen falsche Reihenfolge, die ich hier mache. Das hier ist ein weißes Feld, das ist ein weißes Feld, die anderen drei hier sind schwarz. Also die Tür sollte weiß sein. Dass der Butzenmann weiß ist, ist egal. Das hier ist egal. Das hier sollte weiß sein. Vielleicht ist die Reihenfolge von den beiden Dingern hier wichtig. Hä, interessant. Es ist trotzdem ein schwarzes Feld. Auf dem Ding. Auf 3 ist Butzemann weiß. Auf 4 ist das weiß. Werden die Felder alle schwarz, sobald die Spieluhr ins Spiel kommt? Ist es das vielleicht? Spieluhr mal ganz nach vorne. Spieluhr ist düster. Weiß, weiß, weiß. Weiß, schwarz. Ja, ich müsste sie in die Mitte packen, um es beurteilen zu können. Ich drücke immer die falsche Taste hier. Ich lerne das auch nicht mehr. Wozu auch an dem Punkt? Also weiß, weiß, schwarz, weiß, weiß. Schwarz, 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 schwarz. Also ich kann die einmal in weiß angucken. Eine bleibt dann auch weiß, der Rest wird schwarz. Dann kann ich hier Ratten hin tun. Dann sollten Ratten weiß sein. Ne, die sind dann einfach da, das. Ich nehme mal an, dass die Reihenfolge. Okay, dann nehme ich an, dass die Reihenfolge das bedingt. Klare Geschichte. Also Reihenfolge von Butzemann ist echt scheißegal. So. Reihenfolge von dem Ding ist wichtig. Lassen wir den Schalter vielleicht einfach mal vor dem Ding kommen. Tür muss als letztes. Also entweder ist es jetzt richtig rum oder vollkommen verkehrt. Der Schalter muss funktionieren. Der wird hier jetzt als erstes durchgebissen. Das will ich natürlich nicht. Wir müssen also gucken, wie wir das hinkriegen, dass die Ratten nicht auftauchen. Die Position von allen ja relativ zueinander ist. Da tauchen sie auf. Wir machen hier Schapanack. Tauchen sie auch auf. Dann liegt es nämlich auch nicht an der Reihenfolge. So, auf 1 sind sie weiß. So, Beaches. Zwar sind sie weiß. Vor dem Schalter kommen. Da ist das Ding schwarz. Ist die Box wieder schwarz? Das Ding ist schwarz und der auch.
Geht's nur um die Reihenfolge vielleicht? Also wenn ich das hier hin tue und das hier hin tue, geht's dann auch noch? Oh, da ist ein Schlüssel. Das nimmt langsam Gestalt an. Dann müsste ich die alle noch um eins verschieben und die Tür dann im Endeffekt hier hinten hinsetzen. Warte. Da ist der Schalter. Der tauscht mit der Tür. Das hier hin, das hier hin, das hier hin, das hier hin. Tür. Box. Jemand da. Schalter. Dann kommen die Ratten aber wieder. Warum kommen die Ratten jetzt wieder? Was ist anders? Schalter und dann kommen wir ran. Nichts an was anderem? Schalter und Ratten sind da. Sind die Relationen zueinander? Dürfen die nicht direkt davor sein? Ne, dann kommen sie auch. Ich das aber nehme und zurückbaue. Ist das noch nicht richtig? Weil wir den Schlüssel noch nicht haben. Der ist an der Position noch falsch. Jetzt gehe ich einfach hin und gehe jetzt den Schlüssel durch und check den jetzt auf allen Positionen. Alle anderen scheinen ja so, wie sie liegen, zu funktionieren. 100%ig rein tue ich es auch nicht. Da. Ah, jetzt ist die Tür auf, weil der Schlüssel nicht da war. Aha. Da ist jetzt noch böse Scheiße. Dann der Schlüssel hier, dann tun wir den hier hin. Ja, das war schon verkehrt. Der nicht umschwenkt, tut er nicht. Okay, an welchem Punkt war der Schlüssel noch? Gut, ich glaube, nachdem er hier war. Jetzt habe ich es versaut. Das ärgert mich, dass ich das nicht verstehe. Bin mir ziemlich sicher, dass die Reihenfolge dafür wichtig ist. Also ich weiß, dass die Tür am Ende stehen muss. Der Schlüssel muss auf jeden Fall vorher mal weiß gewesen sein. Da ist er dunkel. Jetzt habe ich hier nochmal auf dem Rückweg die Möglichkeit. An der Stelle aber nicht.
Tja, ich verstehe es nicht, ich gucke kurz meine Lösung nach. Blaue Tastatur, ich weiß. Also sollte ja potenziell leicht zu finden sein. Ich habe nämlich Ewigkeiten davor verbracht. Ich finde, die paar Minuten jetzt reichen auch. Da bin ich planlos durch die Gegend gelaufen, weil ich gedacht habe, vielleicht fehlt noch irgendwas. Da hatte ich's raus. Jetzt kommt's gleich. Ich ein klein bisschen, ey. So, jetzt liegt der Schlüssel da nicht mehr. Ich bin auch so fix da durchgegangen. Ich kann nicht mehr sehen, was ich jetzt habe. Jetzt muss ich aufpassen. Also ich habe ja noch nie gesagt, dass irgendwas hier drin blöd ist, aber das finde ich jetzt Also. gerade tatsächlich ein klein bisschen eh. Tür, Kabel, Box, Schalter, Butzemann. So, jetzt liegt der Schlüssel da nicht. Hey, wieso habe ich die Tür denn jetzt? Ach, geht hier los. Tür. Kabel, Tür, Kabel, Box, Schalter, Butzmann. Box dafür, dass die Ratten verschwinden? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe auch keinen Ansatz. Ich weiß, ich habe so kryptische Hinweise dazu gekriegt, aber. Oh. Moment, ich muss mal kurz hier meinen Aufnahmebums wieder hinziehen. So. Aber das ist jetzt schon 40 Minuten Aufnahme, ich meine ganz ehrlich. Ich möchte hier schnell durchkommen, ne? Gott almighty, I can't believe what I'm seeing. Und das Geräusch, das er macht, ist. That's my fetish. Yes. That is nasty. Sorry, lieber Butzmann. I needed a hand. Get it?
Dass dieser Raum hier im Weg ist vor den Kellerräumen, finde ich immer wieder ein klein bisschen irritierend. Du musst einfach durch so ein Büro durchgehen, um in den Keller zu kommen. Oh oh. Herzklopfen. Ja, sieht so aus, als würde es diesmal grün leuchten. Ich war mir sicher, beim letzten Mal wäre das Licht zwar grün gewesen, aber hätte einen rötlichen Schein gehabt. Safe. Ja, es ist nicht mehr ganz World Record Pace, aber... Oh nein, nicht laufen. Nicht laufen. Das mag das Böse gar nicht. Aber wir sind noch nah dran. Könnte eine PB werden, auf jeden Fall. Ah, das war ein zweiter. Okay. Jetzt müssen wir gegen die Dynamics gewinnen. Geiles Smash der A-Button. So, wollen wir sicher gehen. Ah, ist hier. So, Finger schon mal drauf. Ja. Sich einfach wegdrehen. Das war das Buch. Das war der erste Abschnitt. Ach schade, ich habe gerade schon gedacht, ich kann noch ein bisschen erforschen. Dieser Weg ist natürlich vollkommen redundant. Prost! Let's see. It's a book about Argos the Grand. A biography or a collection of articles about him, I think. Kann ich überspringen. Ach ja. Rare events. Rich people stuff. I don't know. The biography suddenly ends right after his last journey. It says here, he returned without his equipment, without the huge amount of money he wasted on the project, and with a simple memento of the music he brought home to his little girls, 8-year-old Elaine and newborn Ariadne. And here's a note from Hasha that says, stimmt, Ariadne ist ja auch noch ein Faktor. Ich meine, während wir hier versuchen, nach Möglichkeit irgendwie zu überleben, könnte die natürlich richtig viel Schabernack mit dieser Box betreiben. Nicht, dass sie wieder nach irgendeinem tollen Geschenk für ihre Freundin Susanne sucht und dann denkt sie sich, ach Mensch, so eine Spieluhr, die wäre ja mal was. Let me go. I know the place. You keep searching this area. Okay, Omar, wenn du meinst. Dreiviertel Stunde Aufnahme schon. Eieiei. Da wird der Upload nachher glühen. I have to find the newspaper Sebastian consulted. Oh.
Okay, also auf dem Klo gibt's Wasser für den Pinsel. Der Pinsel ist da, den brauche ich, um hier reinzukommen. Das Ding schaltet jetzt ab, genau. Oh, the secretary's office sensor is on. Ist das? Ne, es ist die Küche. Da gehen wir gleich auf dem Rückweg rein. Es war jetzt ein bisschen riskant, hier einfach reinzugehen. Aber wir haben es mal riskiert. Kann ich die Chain von hier aus öffnen? Ne, von der anderen Seite, oder? Ich weiß natürlich, die Kette ist auf dieser Seite nicht und das ist unsinnig, aber es kommt drauf an, ob es im Spiel so funktioniert oder nicht. Wir sind ja hier jetzt nicht in einem Rollenspiel, wo ich alles korrekt machen muss, ne? Daddy ist okay. Puh, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ah, das ist der Nachteil beim Bier trinken. Irgendwo muss die Luft ja hin. There's something on that table. So, der gute alte Stift. Moment, hier gibt's auch Wasser. Das kann ich aber nicht verwenden. Ah ja. Da sind wir schon ein bisschen selektiv. Oh nein, der kriegt Herzklopfen. Das Licht flackert. Ich weiß ja nicht, wo ich mich hier verstecken kann. Halt, Moment, in der Küche unterm Tisch. Aber da ich den Tisch noch nicht angeklickt habe. Angeklickt ist auch ein blödes Wort. Ich habe ja eigentlich ein Gamepad. Den noch nicht angeguckt habe. So. Ganz spielkonform. Taucht er hier natürlich nicht auf. Finde ich ganz gut. So muss man sich ein bisschen mehr umschauen. Ah nee, ich brauche die Farbe. Die Farbe muss ich hier. Genau. Der war nicht crusty. Der war sogar noch wet. So, Blocked with a Chain kann ich aber noch nicht benutzen. Hier den Bums. Nee, I don't think that will work here. Das kommt dann später erst. Ich werde auch nicht so weit spielen, dass ich die Tür am Ende aufgemacht habe. Ich höre dann auf, bevor ich hier das Datum eingebe in die Maschine hier. Jetzt muss ich hier die Farbe holen. Schnell rein, schnell wieder raus. Dieser Raum ist ultra gruselig. Ja, Note ist mir scheißegal. Farbe mitnehmen. Danke. Und schnell wieder raus. Ah, ganz schlimmer Raum. Macht doch größtenteils die Musik. Jetzt die Farbe wieder nass machen. Das Gelaber tut uns nichts, das kennen wir schon. Wie sein Mund sich gerade bewegt hat. What's going on? Ich dachte gerade schon,
War das jetzt das zweite Event? Wie viele passieren nochmal, bevor die Dunkelheit kommt? Drei? Ich bin mir gar nicht sicher. So, jetzt. Combination Time. At least no one can tell me off here. I should be able to get into the secretary's office now. Ich hoffe immer, dass dieses Spiel keine Punishment Mechanik hat. Mhm. Also, dass ich nicht dafür zur Sau gemacht werde, dass ich hier schnell durchkomme jetzt, da ich das Ganze ja schon kenne. Genau, den Schlüssel brauche ich. Das Papier hier kann ich mitnehmen. Da ist schon wieder so gefummert. Was ist denn da los? Mitternacht. Da wird noch getobt. Ist für mich ja schon bald Schlafenszeit. Hä, wieso hat mein Gamepad sich jetzt verabschiedet? Hallo? Batteriestatus mittel. Hä? Naja, was soll's. Jetzt ist er nicht mehr im Spielfokus drin, während dieses kleine Mini-Fenster da kommt mit dem Batteriestatus. Also, bitte Microsoft, das könnt ihr besser. Den Zettel habe ich gelesen, also kann ich jetzt in den Mikrofilmraum gehen. Lass mich überraschen, ob was passiert, wenn kein Charakter vorher verschwunden ist. Da also niemand steht jetzt. Nicht, dass da jetzt was anderes ist. Nee, das ist einfach nichts. Okay. Schwein gehabt. So, und auf dieser Seite hier der letzte. So. Der Mikrofilm. Mir ist der englische Begriff tatsächlich gar nicht geläufig. Dieses Microfish oder Fisch oder Fischi. Ich glaube, ich noch nie vorher gehört. Und ich meine, ich bin zweisprachig aufgewachsen, aber bitte, wer von euch hat schon mal im Alltag das Wort Mikrofilm benutzt? So. Den kann ich jetzt dort benutzen. Brauche den Schlüssel von Max. Der ist Darmklo. Warum auch immer. Wieso höre ich eigentlich immer irgendwelche Mäuse oder so ein Gequietsche oder so? Oh Mann, help me. Maxwell, please. Is that you? Maxwell, it's Professor Nasiri. Are you okay? Can you get out? No, 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 no. I can't get out. My flashlight is out of batteries. I need batteries. Das kriegt mich jedes Mal. Alright. I need the batteries. Mal die batteries. Ich liebe das. Also das Spiel ist übergenial, aber das Voice-Acting ist halt so dark. Komisch. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Ich frage mich halt, vielleicht ist es halt kein Spiel, das in einem nativ englischsprachigen Land seinen Ursprung findet.
Und entsprechend gibt es eine andere Dub, die jetzt eher das ist, was die Developer im Kopf hatten. Na, 56 Minuten und wir haben es praktisch geschafft. Dieses No war ja gerade. No. So, jetzt ist der Punkt, an dem wir nur noch den Mikrofilm raus, also den Zeitungsartikel raussuchen müssen. Geht's nochmal? Oh Scheiße. Ja, das ist gut, dass ich das jetzt noch mache. Geh doch weg, du Arsch! Verdammte Scheiße, das war voll gruselig. Ich würde so gerne laufen. Da schlendert er ganz in Ruhe mit seinem 70 Grad heißen Feuerzeug durch die Gegend. So, Office. No. Achso, das ist das Falsche. Ja. Hallo, drehst du dich bitte um? Das ist in diesem Spiel wirklich schwer. Ah, eine Minute noch. Ah, ich wollte es unter einer Stunde schaffen. Komm schon. Ja. Sneaky, sneaky. Mhm. Das ist der alte Zettel. The Grand Armsburg, worthy but fallen on hard times during the 20th century. What happened? Death of Argos Legrand. Check records and investigate the family, past and present. Heirs, distant relatives, I have to find out about his life, but also his death. 17th March. 17.3. Hatte ich sogar noch im Kopf, war mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also, sicherheitshalber nochmal nachgeguckt. Also, der 17.3.1913. Hier müssen wir gleich nachschlagen. Jetzt ist der Punkt, an dem ich hier jetzt von morgen mal Schluss mache. Und jetzt probieren wir das Ganze morgen dann nochmal aus mit sämtlichen Charakteren und mit dem blöden Schneider in der Tasche. Und wenn die Episode, ich bin mir ziemlich sicher, die hat noch einen Abschnitt, wenn die Episode dann relativ fix fertig ist, je nachdem, ob wir nochmal bei irgendeinem großen Rätsel hängen oder nicht, dann würde ich sagen, spielen wir dann am Samstag auch direkt die vierte durch. Da weiß ich noch nicht, was mich erwartet, aber vielleicht haben wir ja Glück, so wie beim vorletzten Mal und kommen relativ schnell und zügig durch das Ganze durch. Und dann bleibt auch bald nur noch eine übrig. Sind wir ganz schön fix durchgekommen mit Song of Horror. Naja, aber den restlichen Bums gibt's dann am Samstag.